Hallo liebe Leute, hier ist der Venny vom Halo Cluster, ab jetzt ohne HD. Und ich darf euch heute die erste Cluster News Folge nach dem Release der Master Chief Collection bringen. Ist schon einige Zeit vergangen, also wir springen einfach mal direkt rein und schauen, was aktuell Phase ist in der Welt von Halo. Der Release der Master Chief Collection ist schon über einen Monat her und es gibt immer noch Probleme, besonders im Matchmaking. Euch ist bestimmt schon aufgefallen, dass die Dedicated Server ausgeschaltet wurden und dass die für viele frustrierende Host Migration wieder aktiv ist. Nach mehreren Content Patches ist jedoch das Finden von Spielern schneller geworden und auch Bugs in der Kampagne und bei den Erfolgen wurden entfernt. Weitere Patches sollen noch kommen und sollen die MCC und besonders dessen Matchmaking verbessern. Wir hoffen, dass damit die Master Chief Collection nicht mehr so viele frustrierende Momente wie jetzt momentan auslösen wird und dass auch die deutsche Halo-Community sich wieder beruhigt und sich an diesem großartigen Spiel, das es eigentlich ist, erfreuen kann. Wegen den Problemen mit der Master Chief Collection soll der Release des Top-Down-Shooters Halo Spartan Strike auf Anfang 2015 verschoben werden. Bravo, der Community Manager von 343 Industries, meint, dass die Master Chief Collection oberste Priorität hätte und deswegen das für die Windows 8 Geräte und Steam erhältliche Spiel nicht am 12. Dezember erscheinen soll, sondern Anfang 2015. Ein genauer Termin ist noch nicht bekannt, aber wir halten euch natürlich wie immer auf den Laufenden. Nun präsentieren wir einen weiteren Punkt der Kettenreaktion: Probleme mit der Master Chief Collection. Nämlich mit der Release-Verabschiedung von Spartan Strike kam das Gerücht auf, dass die Halo 5 Beta auch nach hinten verlegt werde. Wie Gerüchte halt sind, sind sie oftmals nicht richtig. 343 kann uns daher mit folgendem Statement beruhigen. Das Halo 5 Guardians Entwicklerteam geht zur Vorbereitung auf den offiziellen Launch derzeit durch die finale Testphase der Halo 5 Guardians Multiplayer Beta. Alles bleibt aktuell weiterhin auf Kurs, um am 29. Dezember veröffentlicht werden zu können. Die Beta soll mit 720p und 60 FPS für alle MCC-Besitzer spielbar sein. Der Download der Beta soll angeblich 10 GB groß sein. Ein breiter Teil der Halo-Fanbase empfindet Competitive als sehr wichtig, was Halos Zukunft angeht. 343 teilt diese Meinung und möchte in Zukunft mit entsprechenden Funktionen in der Halo 5 Beta glänzen. Ein Beispiel dafür ist zum Beispiel der allseits gewünschte Spectator-Modus, der es erlaubt, sich Live-Spiele von Freunden oder Halo-Idolen auf dem Halo-Channel anzuschauen. Auch Twitch-Streamer werden nicht nur auf Twitch-Webseiten zu finden sein, sondern auch auf dem Halo-Channel. Auch Informationen über das Rangsystem in Halo 5 Guardians ist bekannt, und zwar das Competitive Skill Ranking. Dieses soll sich von dem CSR aus Halo 4 unterscheiden. Zum Glück, wie ich finde. Es gibt beispielsweise keine 50 Ränge in einer Playlist, sondern 7. Darunter Eisen, Bronze, Silber, Gold, Semi-Pro und Pro. Den Rang Pro bekommt jedoch nur die Top 200 aller Spieler. Auch das Rangsystem können wir schon in der Beta begutachten. Wer mehr über das Rangsystem erfahren möchte, kann in der Videobeschreibung einen Link zu einem Breakdown von der Seite teambeyond.net finden. Den Link seht ihr wie gesagt unten. Und wer sehr competitive interessiert ist, muss sich unbedingt auf der Halo Waypoint Seite die E-Sports Seite anschauen, wo man Pläne zu Turnieren, Settings und vieles mehr finden kann. Wer an Sachen Halo nicht gerne uninformiert ist, der schaut beim Halo Cluster vorbei. Das ist schon immer so gewesen und das wird auch immer so bleiben hoffentlich. Aber wer sich auch gerne über Halo informiert, der ist sicher auch schon auf den Namen Halo Follower gestoßen. Dort findet ihr immer aktuelle News zu aktuellen Halo Spielen und eben auch zu Halo 5 Guardians Beta. In einem seiner letzteren Videos zeigt er uns exklusive Screenshots vom Menü von Halo 5. In dem Video sieht man einige Screenshots vom Hauptmenü, vom Spartan Hub, wo ihr euren Skill einsehen könnt. Es ist außerdem sichtbar, was für Optionen im Spiel gegeben sind. Eben auch dieser nochmal bestätigte Spectator-Modus kann man da an so einem kleinen Button sehen, dass er vorhanden ist. Ich würde euch einfach mal das Video mit hier unten rein verlinken und ihr schaut euch einfach mal selber an, was es da noch alles Tolles gibt. Lohnt sich wirklich vorbeizuschauen. Wir freuen uns immer, wenn wir euch Dinge zeigen können, die ihr vielleicht noch nicht kennt oder die euch zum Schmunzeln bringen. In diesem Fall haben wir, ich glaube, beides für euch. Darf ich vorstellen? Den Master Scarab oder Scarab Chief. Wie das die Gaming-Website gamona.de so schön gesagt hat.
Lord Zedd, der auch den wahrscheinlich letzten Halo 3 Easter Egg mit dem Geburtstag von Lauren gefunden hat, hat jetzt auch ein Kostüm für den Master Chief in Halo 3 geschneidert. Oder wie man es in der Gaming-Szene sagt, gemoddet. Auch mit der Scarab Gun kann er die Augen der Gegner zum Leuchten bringen. Wahrscheinlich wollte er einfach die Scarab Gun auch in Halo 3 haben, da es auch mit dem neuen Schädel in Halo 2 Anniversary möglich ist, mit diesem zu spielen. Ihr wolltet schon immer eure 2 gegen 2 Competitive Forge Map in einem Turnier haben? Dann habt ihr bestimmt Interesse, am Inaugural Forge Contest teilzunehmen. In diesem Contest gibt euch 343 Industries die Möglichkeit, eine Halo 2 Anniversary Map bis zum 31. Dezember in deren Forum auf 343industries.org einzusenden, und wenn eure Map sich unter den Gewinner-Maps befindet, erscheint eure Map im nächsten 2 gegen 2 Turnier. Alle Regeln und Infos wie immer in der Videobeschreibung verlinkt. Und wie 343 schon gesagt hatte, good luck and happy forging! Jetzt haben wir noch ein paar Videoempfehlungen aus unserer deutschen Halo-Community-Szene. Wenn ihr etwas mehr über die Waffen, die ihr im Halo-Universum benutzt, wissen möchtet, dann schaut euch mal die erste Folge Halo Firepower an. In diesem Video erklärt euch der Zitronenpresser die Entwicklung des Sturmgewehrs. Wenn ihr mehr über die epischen Spartans erfahren möchtet, schaut euch unbedingt das Video von Manan S17 an. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Wenn nicht, es tut mir leid. Und wer jetzt keine Lust mehr hat, Videos zu schauen, der kann doch einfach auch mit uns in den Comments ein bisschen diskutieren. Schreibt doch mal ein paar von euren Meinungen. Was für ein Spiel wünscht ihr euch denn neben der klassischen Halo-Reihe eigentlich noch? Findet ihr diese Top-Down-Shooter in Ordnung? Vielleicht was anderes? Vielleicht wieder ein neues Strategiespiel oder was völlig Neues? Einfach mal was in die Kommentare schreiben. Genauso gern würden wir uns dafür interessieren, wie eure Eindrücke zu Halo 5 Beta bis jetzt sind. Wie findet ihr das gezeigte Material? Was habt ihr an Infos aufgenommen? Wie denkt ihr darüber? Und natürlich, glaubt ihr, dass die Master Chief Collection noch irgendwann normal spielbar sein wird, so wie es eigentlich geplant war von 343? Wir sehen uns hoffentlich in den Comments. Wir sind auch fleißig mit am Kommentieren. Aber wenn es am schönsten ist, soll man bekanntlichermaßen aufhören. Deswegen verabschiede ich mich hiermit jetzt und beende diese heutige Folge. Ich hoffe, ich konnte euch wieder einige Infos rüberbringen über Halo, über das Halo-Universum und alles, was dazugehört. Ich wünsche euch noch eine wunderschöne Adventszeit, da ich denke, dass wir uns vorher nicht nochmal direkt in den News so hören werden. Vielleicht schaffen wir es noch vor Jahresende, eine kleine Folge aufzunehmen zur Halo 5 Beta. Dann werden wir schauen, wer das Ganze für euch übernehmen wird. Ob der Quert, der Flash oder ich oder jemand völlig anderes. Jetzt macht euch aber erstmal eine schöne Adventszeit und haut erstmal rein. Ich bin euer Wendy und verabschiede mich im Namen des Halo Cluster Teams von euch. Macht's gut.